herzlich willkommen, ich bin der Kammergeil und in der Leitung hängt noch der Tomi und der Saftgeil, den hört man auch ein bisschen schmatzen. Ja, wir spielen. Ja, was geht? Wir spielen heute mal ein bisschen FIFA, weil Tomi will mir auf die Fresse geben, sagt er. Was er nicht hinkriegt. Gut, dann legen wir mal los. Ich bin bereit, Thomas. Los, seh zu. Let's go. Das kriegst du richtig rasiert. Ja, komm. Was ist das denn hier? Der Manager ist total die Lachen. Mourinho. Ja gut, kein schlechtes Team, nicht schlecht. Also auch mit Draxler. Draxler habe ich mir eben gerade gekauft. Werner, den hau ich gleich erstmal um den Scheiß hier. Ey, lass mal Werner in Ruhe. Sehr schön, FC Biernot gegen Meckhammergal FC. Ey, dein Stadion ist sehr schön. Wolf Fuß und Frank Buschmann kommentieren. Man hört sie aber trotzdem nicht. Auch komisch, dass deine Fans immer alle das Level Trikot anhaben, wenn du gerade an dem Tag das Spiel mit den Spielen. Mann. Hast noch nicht viele Fans, ey. Da mal Neuzugang. Draxler. Schalalalalala. Ja, ich wollte eigentlich Sané kaufen, aber ich hatte nicht so viele Taler im Portemonnaie. Tut mir leid. Ja, ist halt so. Ist halt so, ne? Ja, Jose Mourinho. Ich hab so ein No-Name, hab ich. als Manager. FC Biernot. Du jetzt mal, oder? Wollen wir anfangen? Naja, ich muss mir deine Startaufstellung nochmal alles angucken, ne? Das muss so alles gezeigt werden hier. Guck dir mal an, wie sie sich die Hände schütteln. Schön. War gerade Max Kruse? Wenn du ihn gesehen hast, ja. Also eben gerade wird bei mir Timo Werner angezeigt. Ach, ein Schweinsteiger. Ey, Lukas Podolski, ja. Ja, den wollte ich mir irgendwie kaufen. So als Backup, weißt du. Ja. Und den Quotenschwarzen habe ich auch, den Rüdiger. Ja. Ey, wieso trappt schon wieder nicht die Nummer 1? Das verstehe ich nicht. Der wechselt immer die Nummern hinten. So, es geht los, Thomas. Jo. So. Da die ersten Torchance. Oh Mann, bin ich. Ah, Scheiße! Alter. Ficken, Alter. Pissdreck. Ah, drückt er die schöne Chance. Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe schon dreimal die 1 auf die Nummer von meinem Torwarter, von Trapp, raufgedrückt und trotzdem wechselt der immer automatisch. Das kotzt mich so ein bisschen an. Oh, was mache ich denn? Oh, stark gemacht von Schmelze. Jetzt kommt Werner. Werner, ne? Und, hä? Alter Junge, was bist du für ein kranker Bastard? Grätsch mich hier um. Du Olle, du bist eine richtige Hube, Alter. Ich wollte eigentlich vorm Strafraum erwischen, den blöden Idioten, Alter. Ach, ich hab. Oh, cool. Ja, geil, ne? Super geil! Yeah! Max Kruse, Junge! Puh. Schön. War es nicht schön? Sehr schön. Hat er schon reingeballert, die alte Fotze? Ja, weil Thomas, er kann es ja nicht lassen mit. Ja, ich musste Werner einmal ummieten. Leider war er im Strafraum. Er kann es nicht ab, ne? Nachher ist er der größte Fan, wenn Deutschland nachher hier wieder großartig spielt und er die meisten Tore macht. Ist er der Erste, der sich ein Trikot mit seinem Namen kauft. Bam. Ich kaufe generell keine Trikots mit Namen drauf. Du lügst doch. Kannst du auch mit deinem eigenen Namen drehen. Schafft er nicht. Ja. Boah. Da hat er mir den weggefischt. Ey! Dein Spieler hat meinen Rüdiger zurückgedrückt, Junge. Du mit deinem spanischen Volk hier.
Oh, hau ab. Oh. Rüdiger ist geil! Ey, das will ich nicht gehört haben. Ich muss dich jetzt wieder rauspiepen, ne? Das hast du mitgekriegt, ne? Du verdammter Rassist. So. Komm, sei doch mal ehrlich, die deutsche Nationalmannschaft versteht nicht mehr nur das Deutsche. Eigentlich können sie sich auch Integrationsmannschaft nennen. Könnte man tun, aber das hört sich ja scheiße an. Ah! Aber du musst zugeben, er sieht zwar nicht aus wie halt ein Deutscher, muss man ja ehrlich sagen, so ist nicht rassistisch schlingen, aber er hat den deutschesten Namen hier auf dem Platz. Ne? Ja, oder Werner. Ja gut, ja gut, ja, Werner hat auch. Oh. Der war dann schön. Ah, ich wollte mal auch Reus holen oder denkst du hier, wie heißt der? Hummels, ne? Aber die kosten ja richtig viel. Ey. Manche wollen dafür, weiß ich, wie viel haben, ey. Toni Kroos ist auch bombastisch hier von den Preisen. Die musst du wirklich im Pack ziehen. Aber da musst du die guten Packs musst du dir kaufen. Wie du diese freispielst, da ist ja nur Mist drin. Ja, ja. Und ich sehe es nicht ein, dass ich hier Geld reindrücken muss hier. Oh, da hast du nicht nur Mist drin. Ja, ich habe jetzt mal hier Dings, ich Blind oder wie er heißt, der Holländer gezogen. Von Manchester. Wow. Ja, guck mal, was ich gezogen habe. Ah. Mit Silva und mit Pires. Hm? Ja, ja, ja. Glück im Spiel, Kampfung, wie heißt das? Oh, wo passt er hin? Das verstehe ich nicht. Thomas, du cheatest. Du cheatest nur. Timo Werner ist ein Uhrensohn. Timo Werner ist ein Uhrensohn. Ja, und nachher ist er der Größte, der Timo Werner hochjubelt, wenn er uns zum Weltmeisterschaft zum Beispiel ballert. Nein, er ist doch CR7-Fan. Ach ja, schön. Oh, das ist ein Hurensohn, ey. Gegen Villarreal hier bei den 1-0 hat er auch schwer geholt. Hab ich voll gesehen, ey. Timo Werner ist ein Uhrensohn. Das will er nicht hören, ne? Oh, ficken, Alter. Das gibt's nicht, Alter. So. Jetzt kommt ein Schuss von Goretzka. Bam. Okay, der war scheiße. Du kannst nix. Du kannst nix, Junge. Thomas, du hast einen Verletzten. Oh nein. Was? Nein! Das gibt's nicht. Ecke. Ecke. Pfosten meine ich. Ecke. Ich bin auch. Ich bin voll doof, ey. Was ist denn jetzt schon wieder? Hast du die Trikots gezogen oder hast du die freigekauft, Thomas? Die hast du gekauft? Das musst du so flüstern? Jo. Nee, die. Das habe ich dafür bezahlt. Bezahlst du aber nicht viel von diesen anderen Points, ne? Für ein ganzes Set, da hast du, glaube ich, 1000 bezahlt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Aber meine Smokings, die ziehe ich eher selten an, weil ich mit dem bis jetzt immer nur verloren habe. Bring Unglück. Du wolltest auch ein neues Stadion haben, ich habe gesehen. Zum Beispiel Volksparkstadion oder so, gewartet. Kostet 250. Ja. Oh, der ist verletzt. Nein, du warst selber verletzt, Junge. Thomas hat nur Verletzte. Halt die Fresse, er kriegt schon nur. Verletzt. Oh Gott, was hat das denn schon? Oh. Thomas, willst du ihn nicht auswechseln? Der kann auch gar nicht mehr. Nein, was war ich denn da? Oh. Hau ab, Mann! Oh. Stabile Abwehr, Junge, das kann ich dann nur zu sagen. Ja, dann wechsel doch mal aus, ey. Ja. Bei den anderen zentralen Offensiven habe ich nicht mit. Wir hätten auch warten können, bis die Halbzeit, ne? Ach, oder ist jetzt schon Halbzeit? Nee. Hast du's? Tommy? Hier kommt der Schwab. Ja, eigentlich kann ich auch warten.
Das fällt dir jetzt ein. Halt die Fresse. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Nette Ausdrücke hier. Los! Schieß doch die Ecke rein hier. Wird eh nix. Bam! Bam! Ah, da läuft er. Das gibt's doch nicht hier. Aber nicht mit mir. Oh, vorbeigeflutscht. Scheiße. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn Timo Werner das 2-0 gemacht hätte. Ne? Oh, mir wird ganz schlecht auf einmal. Ja, mir nicht. Ist ja gar nicht mehr verletzt. Das ist ja schön. Ja, kannst weitergehen, Moment. Thomas? Ich hab nicht ewig Zeit. Nein, ha, das war einer, Junge. Yeah! Ich hab da noch ein, zwei Kumpel auf der Bank sitzen. Ja, halt, hohe. Heidi, halt, hohe. Junge, hör sie mal zu. Heidi, halt, hohe, ist ein Uhrensohn. So, Bob, Buh, Chaka, ja, Thomas, kommst du mal hinterher? Spielen meine Deutschen zu schnell für dich? Oh, das hat nicht so geplatzt. Da kommen deine Espanioler hier nicht hinterher, ne? Die Stiertreiber hier. Oh Mann, was mach ich denn da? Bam! Oh. Erledigt, du Fotze! Ja, genau, Thomas, erledigt. Ich hab dich voll umgeruppt, Junge. Und ich hab noch nicht mal eine Karte bekommen. Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Ja, weil ich auch nicht Viereck gedrückt habe, das war ja auch nur außersehen, ne? Guck mal, der Timo läuft schon wieder, Thomas. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wow. Nein! Fick! Fick! Du spielst voll unfair. Ja. Du spielst unfair. Dann dauert dir einfach deinen scheiß Spieler im Weg. Die rechte Flanke ist für Bellarabi total frei. Und? Nein! Ja! Das ist das nicht! Der Timo! Der Spacken, Junge! Der Timo Werner hat das Tor gemacht. Das war sehr schön. Aber klasse Vorlage oder klasse Flanke von Bellarabi. Ach Thomas, musst du schon wieder auswechseln, wenn du es nicht kannst. Aber ich wechsle auch aus. So ist nicht. 5 zu 14, Junge. Wen nehme ich denn hier rein? Ach komm, hier kommt der. Kommt mal kein Deutscher rein. Jetzt wie die Bayern, Junge. Kurz vor der Pause schießen wir nochmal einen rein, Junge. Und dann noch mit dem Timo Werner. Ja. Ja, das ist doch schon Halbzeit rum. Ja, eben. Schon 54. Minute. Oh, jetzt kommt Douglas Coswell. Nee, wie heißt der? Douglas? Douglas? Irgendwie so. Douglas. Da ist Douglas. Douglas Costa. Er wird ja auch genauso geschrieben mit Douglas, ne? Na komm. Sag mal hier. Oh Mann. Scheiße. Was machst du hier? Boah, Alter, Junge. Für den Hightower sieht das ganz schlecht aus. Nicht eine Torchance kommt zustande. Also, doch, er hat doch eben gerade eine Torchance gemacht. Er moderiert, er kann das gar nicht einsehen, das Spiel. Er hängt einfach nur mitten in der Leitung und moderiert einfach. du hast mich irgendwie, glaube ich, du hast mich, glaube ich, gefoult, ja. Aber das ist ja nichts Neues von den Hightower. Faulen ist seine Spezialität und Leidenschaft. Weißt du doch, wenn ich in Unterzahl spiele, spiele ich meistens besser. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich werde auch mal die FIFA-CD, ihr steckt mich hier richtig an, Junge. Ja, mach da auch mal dein Ultimate-Team hier. Ultimate. Dein Hightower-Team. FIFA. Oh, schön, Draxler kommt. Draxler gibt die rein und kommt keine Ahnung. Draxler, scheiße. Ah, wen magst du überhaupt? CR7, Junge. Naja, so ein Homo, ey. Nein! Oh, da hat er ein Tor gemacht. Ja, gut. Der Anschlusstreffer, ja, das 2-1 für den Halbtor.
Wer geht raus? Kimmich geht raus. Kimmich geht raus, Rodriguez kommt rein. Jetzt habe ich zwei Schweizer drin, Thomas. Jetzt habe ich auch ein bisschen Fremdsprache. ein anderes Deutsch, besser gesagt. Nein! Weil Shaqiri ist ja auch schon drin. Shaqiri, Harakiri. Oh. Ja, Rodriguez, der räumt doch ordentlich ab. Der ist wirklich gut, ey. Und da ist wieder Rodriguez. Flanke rein. Und. Nein! Ja! Nein! Ja! Goretzka! Goretzka hat das Tor gemacht. 3-1, Junge. Wieso springt meiner nicht höher als deine? Ich werd weich. Weil er zu winzig ist? Schönes Tor. Ich komme, ich mach euch alle. Zischi. Ja, du musst erstmal deine 0-15 Mannschaft erstmal so hochbringen wie unsere. Nee. Doof. Nee. Ja, komm. Uah! Was für ein Abwehreinsatz. Ey, ich wollte gerade auswechseln, du Pinsel. Boah. Jetzt kommt der Schöle rein. Ich erspare dir mal Schweinsteiger oder Podolski, ne? Für Draxler kommt jetzt der Schöle. Mein Neuzugang geht raus. André Schöle. Oh, Alter, Trapp, Junge, was war das für eine Parade? Oh, nein! Hau ab damit! Oh! Ja, ist nicht der! Ja! Scheiße! Okay, Schöle geht gleich wieder runter mit Rot, Junge. Nee, gelb, Gott sei Dank. Alter, Scheiße. Oh Mann, ich wollte ihn einfach nur rausschießen. Ich habe Fiek die ganze Zeit gedrückt. Ich mag meinen Abwehrspieler die 1, das verstehe ich immer nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Bei mir hat auch manchmal einfach im Feldspieler die 1 anstatt Trapp. Trapp hat bei mir jetzt die 16. Total bescheuert. Boah. Ich war aber in der richtigen Ecke. Stark geschossen. Ah, gut. Kann man so machen, ne? Morata. Kann man mal so machen, ne? Ja. Er will seine Tore anscheinend nicht sehen. Na gut, Elfmeter war jetzt auch nicht so schön. Oh, schon wieder ein Verletzter. Den hast du doch gerade umgegrätscht, du Affe. Der ist jetzt verletzt und ich kann nicht mehr wechseln. Ja, du machst da gar nichts für, ne? Das wird spannend. Hau ab, Mann. Boah, Trapp ist einfach geil. Standard-Time, sag ich da nur. Einfach nur Standard-Time. Schieß ihn weg, Mann! Was ist denn mit dir nicht richtig? Hey, du hast mein Spiel umgegrätscht. Stimmt ja nicht mit dir. Spinnst doch. Okay, der Ball geht vorne. Ach, bin ich doof. Junge, wir haben FIFA 18 und ich FIFA 17, Junge. Oh, was bist du für ein Kunde, ey? Hast du FIFA 17 reingemacht? Ja. Er will noch auf Oldschool zocken. So viele Spiele, Junge. Schöle gibt den rein. Schöle schießt nochmal selber. Und. Ah, da habe ich ihn weggegrätscht. Ja, weggegrätscht, sag ich. Weggezwirbelt. Goretzka, bam! Spieler hat er schon. Verdammt. Verdient ja auch genug. Der alte Schluse. Ja, die alte Schluse. Ja! Ja! Das Jahr passte, Andy, oh, war sehr gut. Schon wieder Timo Werner! Warum gehe ich dann mit dem Torwart raus, ich Idiot, oder? Das war ein sehr, sehr schönes Tor. Gut herausgespielt. Es steht 4-2. Die Leute können lesen, Mensch. Ja, ich sag's trotzdem, Mann. Bitch. Nein! Dass du Loser bist? Okay, er hat verkürzt. 4-3. Wer war überhaupt Torschütze von dir? Das ist Silva. David Silva getroffen.
Gut. Bam. Bam. Boah, man spiele. Nein. Zum Schluss kommt er nochmal hier. Das wird nochmal spannend. Oh nein. Nimm doch mal den Ball weg. Nein, da war ich denn da. Ja, war geil. Ich hatte noch freie Bahn. Ich hätte doch mit ihm schießen können. Du hättest mit ihm schießen können, aber das hast du nicht getan, weil du es einfach nicht getan hast. Das ist die logische Folgerung. Ah, nein! Das war ah, nein! Das, er hat das hier viel gemacht, ey. Ja, nochmal. Ja. Lutsch die Fahne, lutsch die Fahne. Ich lutsch die Fahne. Kranker Typ, ey. Und Trabbaum. So, das Spiel ist vorbei. Ja gut, Thomas. Ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall irgendwann ein Rückspiel. Ja, auf jeden Fall. Denn bei mir zu Hause. Aber du hast echt schöne Tore gemacht, muss man echt mal sagen. War schön. Nee, der Elfmeter nicht, aber deine letzten beiden Tore wurde nochmal auf Krampf. Gut, ich würde mal sagen, reingekloppt, ne? Ja. Und Tülü, ihr kleinen Fickfotzen. Oh.